Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier zum Webinar oder anders zu der Firmenpräsentation von der Firma Steinl Solutions. Keine Angst, ich wechsle gleich aufs Hochdeutsche. Habe das ganz bewusst gemacht, mich auf Schweizerdeutsch vorgestellt, weil zum einen verstehen Sie dann, dass meine nachfolgenden Worte auf Hochdeutsch vielleicht manchmal etwas komisch klingen. Zum anderen haben Sie jetzt festgestellt, dass unser Hauptsitz der Steinl Solutions AG in der Schweiz liegt. Lassen Sie mich die Möglichkeit nutzen, Ihnen einleitend kurz ein paar Eckpunkte zur Steinl Solutions zu nennen oder für die Techniker unter Ihnen im B2B-Geschäft sicher bestens bekannt, auch mal die Worte Fit, Form and Function. Wir haben 120 Mitarbeitende am Standort in Einsiedeln, wovon 7 Auszubildende sind. Sehr wichtig, Nachwuchsförderung für uns eines der Schlüsselelemente. Sie sehen hier dann 1400 Mitarbeitende Steinl Gruppe. Sie erkennen damit auch den Zusammenhang zum Steinl-Konzern, zu dem wir uns zählen dürfen. Ebenfalls nicht ganz gewöhnlich ist, dass es uns schon 25 Jahre lang gibt. Wir sind also ein sehr etabliertes Unternehmen, sehr bekanntes Unternehmen, auch hier in der Region, und als dürfen uns hier zu den Top 5 Arbeitgebern zählen. Sie sehen weiter im rechten Teil der Präsentation die verschiedenen Produktionsstandorte. Ich gehe da später ganz kurz drauf ein, aber auch Entwicklungsstandorte, die wir in Europa haben. Ingenieure, unserer Schlüssel für Sie als Kunden, um Top-Lösungen zu entwickeln, Top-Lösungen zu diskutieren, sind 70 Ingenieure in der Gesamtheit in der Steinl-Gruppe, auf die wir zugreifen können, und die wir für Sie in dem Sinne aktivieren und zum Projekt zuziehen können. Made in Europe ist so einer unserer Slogans. Wir stellen fast ausschließlich alles, was es benötigt, bis auf ein paar Kleinigkeiten in den eigenen Werken her, haben also eine sehr tiefe Wertschöpfungskette. Ja, was versprechen wir denn unseren Kunden? Versprechen kann man viel, solange man es man halten kann. Da ist uns sehr wichtig zu betonen, dass es für uns absolut zählt, Ihr Single Point of Contact sein zu dürfen, der dann für Sie die Koordination sämtlicher zu einer Produktentwicklung, zu einer Produktfertigung gehörenden Dinge managt. Das entlastet Sie und gibt uns die Möglichkeit, flexibel und schnell zu agieren, was wiederum Ihnen einen Mehrwert bietet. Wir fassen das so zusammen, alles aus einer Hand, das Komplettpaket aus Dienstleistung, Entwicklungs- und Fertigungskompetenz. Das ist in unserem Verständnis auf der obersten Stufe der sogenannte One-Stop-Shop der Steinl Solutions AG. Von der Idee bis zum Markt, Sie und Ihr Produkt zu begleiten, mit Ihnen auszutüfteln, mit Ihnen zu diskutieren, welche technologischen Aspekte relevant sind, aber dann die Fertigungsaspekte nicht zu vergessen. Wenn wir das alles aus einer Hand anbieten und Sie schnittstellenarm und effizient mit uns zurechtkommen, sage ich mal, dann gewinnen Sie vor allem Zeit und reduzieren Sie Ihre Kosten. Das ganze Entscheidende ist schlussendlich der Erfolg des Produktes. Wenn Ihr Produkt Erfolg hat, haben auch wir Erfolg. Und damit uns das gelingt, damit Sie keine Brüche haben bei einem allfälligen, hoffentlich positiven Absatz, besteht stets die Möglichkeit, je nach Werk, je nach Volumen das richtige Element zu wählen. Bedeutet, wir beginnen bei kleinen Prototypen, Nullserien, Erstserien, ein paar hundert Stück, ganz flexibel, dynamisch hier in der Schweiz und haben dann Möglichkeiten, schnell hoch zu skalieren und weitere Fertigungswerke der Steinl-Gruppe mit ins Boot zu nehmen. Was das genau bedeutet, wie die ausschauen, was deren Kompetenzen sind, die zeige ich im Anschluss. Unsere Kompetenzen und Erfahrungen, die dürfen wir in einer sehr vielfältigen Anzahl an Branchen
präsentieren. Wir sind aktiv in Sanitärtechnik, Sicherheitstechnik, Haushaltstechnik oder mit anderen Worten, wir sind fast überall aktiv, wo Industrieelektronik, solide Elektronik gefragt ist. Offen gesagt, und das ist wichtig, dass Sie das wissen, wir sind nicht die Experten, die FDA Klasse 3 Produkte herstellt, also Medizinprodukte, die in Ihrem Körper sind, Mikroelektronik. Und wir sind auch nicht die Richtigen, wenn es darum geht, Militärelektronik zu fertigen, die entsprechende Hochsicherheitsnormen bedingen. Ansonsten offen für alles, aktiv in allen Segmenten, sehen Sie hier gut dargestellt. Für die Zukunft unserer Kunden zu sorgen, ist genauso wichtig. Und da komme ich im nächsten Teil in der Präsentation etwas vertiefter drauf, das Internet der Dinge, so als Schlagwort. Aber wir wollen Ihnen eigentlich beiseite stehen, wenn es darum geht, Ihre Produkte, die wir heute schon fertigen, Ihre Lösungen, die Sie im Kopf haben, Ihre Ideen auf den Weg zur Digitalisierung zu bringen, auf den Weg dahingehend zu unterstützen, Intelligenz reinzubringen. Der One-Stop-Shop, großes Wort, hört man je nachdem in anderen Branchen auch. Was bedeutet es für uns als Unternehmen? Für uns bedeutet es in erster Linie mal einen soliden Single Point of Contact zu sein für Sie. Dazu haben wir ein spezifisches Kundenteam mit einem Setup, worauf ich später noch komme, das mal für Sie da ist und beratend wirkt. Es ist uns ganz wichtig, in der ersten Phase der Beratung alle Bedürfnisse abzuholen und aber auch und vor allem zu spüren in der heutigen Zeit, matcht das, was wir denken, mit dem, was Sie denken. Ist die Ideologie, vielleicht die Vision, die Art und Weise der Arbeit, des Arbeitens in einer gewissen Art und Weise deckungsgleich, sodass wir Systembrüche und Kommunikationsmissverständnisse schon frühzeitig herausfiltern können. Geht dann weiter über die Produktentwicklung, die Industrialisierung und die Fertigung sowie den Service. Ich habe es vorher erwähnt, es ist uns wichtig oder vor allem dem Kundenteam wichtig, für Sie da zu sein und dies bedingt, zum einen Ihre Produkte zu verstehen, Ihre Art und Weise des Arbeitens zu verstehen, Ihre Dokumentationswünsche, Ihre heutigen Methodiken zu verstehen, aber auch, und das dünkt mich immer wichtiger, ein gemeinsames Werteverständnis zu haben. Dies ist die Voraussetzung, aus unserer Sicht innovative Produkte gestalten zu können. Die Produktentwicklung, eines unserer, sage ich mal, Hauptelemente, Flagships hier auch am Standort. Wir haben sehr viel Erfahrung in Produktentwicklung, sehr viel Fachkompetenz und sind in der Lage, maßgeschneiderte Lösungen für Sie zu erstellen. Oftmals werde ich gefragt, ja, was sind denn Ihre USPs? Was können Sie denn? Es kann ja nicht sein, dass Sie alles können. Das ist richtig. Ich gehe gleich anschließend auf diese USPs ein. USPs, wir nennen es bei uns Expertisen in der Produktentwicklung. Das ist zum einen die Sensorik, die Kommunikation, das Low-Power-Management und das Zulassungsmanagement. Und für die Aufmerksamen unter Ihnen oder jene, die die Steinl-Gruppe kennen, Sie erkennen jetzt ziemlich schnell die Analogie oder die Synergien, das Synergiepotenzial, was wir mit der Steinl-Gruppe nutzen. Sensorik. Die Steinl-Gruppe hat Sensorikprodukte, Leuchtenprodukte, die zum Teil mit eigens entwickelten Sensoriken ausgestattet sind oder aber auch mit Sensortechnologien, die man am Markt zukauft. Die Steinl Solutions selber hat dabei die Möglichkeit, auf dieses Know-how zurückzugreifen und somit Sensortechnologien in Produkte von Ihnen zu integrieren oder aber Sensortechnologien zu modifizieren. Ich erlaube mir hier
gleich einmal etwas Abwechslung und etwas Farbe reinzubringen an zwei, drei Beispielen. Wir entnehmen beispielsweise einen Hochfrequenzsensor aus einem Steinl-Produkt. Dieser Hochfrequenzsensor ist ein Eigenprodukt der Steinl-Gruppe. Und anstelle, dass wir das Sensormodul dann in eine Leuchte integrieren, integrieren wir das in ein Sensormodul für ein Haushaltsgerät. Sie müssen sich das so vorstellen, anstatt eine Bewegungserfassung, wo dann das Licht angeht, erfassen wir halt die Bewegung in einem Haushaltsgerät und der Display geht an, die Maschine geht in den Standby-Betrieb. Weitere Themen, wo Sensorik zum Tragen kommt, können sein in Applikationen der Sanitärindustrie. Hier am Beispiel einer intelligenten, man mag es kaum glauben, Toilettenspülung. Ein Glaspanel auf den ersten Blick an die Wand angeflanscht. Dahinter hohe Technologie, Hochfrequenztechnologie, die es ermöglicht, die Toilettenspülung nicht mehr mechanisch von Hand auszulösen, sondern über eine Bewegungserkennung nah- und fernfeld und somit berührungslos einen Spülauslösevorgang zu lancieren. Sie sehen, was hat das für einen Mehrwert? Ein Mehrwert hier am Beispiel dieser Platine ist, dass ich berührungslos und somit keimfrei Toilettenspülungen bedienen kann. Es hat Designaspekte, die sich mit einwirken und, und. Auch Sensorik-Erfahrung im Bereich Infrarottechnologie, Sensormodule, die wir dann modifizieren, entwickeln für unsere Kunden, die dann zum Einsatz kommen in Waschtischarmaturen oder ähnlich. Kommunikation, auch ein mega Schlagwort. Kommunikation, ja, gibt es überall, hat es überall. Wir möchten hier betonen oder vor allem herausstreichen, dass auch da die Synergie vorhanden ist mit dem Konzern. Die Produkte der Firma Steinl oder der Steinl-Gruppe an und für sich, die Fertigprodukte, werden immer mit Kommunikation ausgerüstet, verschiedenster Art und Weise, denn im Gebäude, im intelligenten Gebäude ist Kommunikation gar nicht mehr wegzudenken. Und so nutzen auch wir hier die Erfahrung aus der Steinl-Gruppe, aber auch die am Standort, Produkte kommunikationsfähig zu machen. Das kann sein wireless, verdrahtet und entsprechend einsetzbar für Anbindungen an nächsthöhere Systeme, also Netzwerkkomponenten oder aber auch die Intelligenz und die Kommunikation von Produkten untereinander. Die dritte Expertise, das Low Power Management, Power Management kann man es auch nehmen. Das geht von Themen wie Langlebigkeit von Produkten, Batterielebenszyklen bis 10 Jahren, geht aber auch in Richtung von Power Management Systemen, Akkusystemen. Sie sehen dies hier am Beispiel einer sogenannten Heatgun, eines Tools, welches mit einem Akku betrieben wird. Hier sind wir in einer Allianz CAS für intelligente Akkutechnologien. Gut. Expertise, Zulassung, der Schlüssel zu allem. Es ist unglaublich, wie viel und wie wichtig das Thema Zulassung oder wie stark das an Bedeutung zugenommen hat und wie entscheidend es überhaupt ist für Ihren Produkterfolg. Es ist entscheidend, dass Sie sich frühzeitig Gedanken machen, wo möchte ich in den Markt, wann möchte ich in den Markt, in welcher Form, mit welcher Art und Weise. Denn es reicht nicht einfach, auf ein Produkt eine CE-Erklärung, einen CE-Marker zu setzen, sondern um ein solides Produkt in den Markt einführen zu können, ist es für Sie als Kunde entscheidend, das seriös zu tun. Und seriös heißt, es benötigt Prüfinstitute. Wie Sie erkennen können, haben wir aufgrund eigener Produkte, aber auch aufgrund der vielen Erfahrungen, ein großes Netzwerk an Zulassungsinstituten, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Vertragswerke haben, auch schnell reagieren können, stets Ressourcen haben.
Genauso wichtig ist es aber, Leute zu kennen und sämtliche Elemente, die es dazu benötigt, um vorbereitend und schnell effizient eine Zulassung zu machen, haben wir hier im Hause. Industrialisierung, eigentlich der nächste Schritt. Wenn Sie hier links sehen, gehen wir jetzt von der Produktentwicklung in die Industrialisierung. Hier sehen wir den USP oder die Stärke der Stahl & Solution dahingehend, dass wir vielleicht ohne einen großen Systembruch für Sie die Überleitung machen können von der Produktentwicklung in die Produktentstehung und dann in die Fertigung. Wenn Sie zu einem klassischen Entwicklungsbüro gehen, dann werden Sie irgendwann an den Punkt angelangen, wo Ihnen ein Prototyp präsentiert wird, vielleicht ein Funktionsmuster präsentiert wird und dann beginnt die große Diskussion, ja, wo lassen wir denn jetzt was produzieren, wen nehmen wir als Partner ins Boot? Bei Ihnen, für die Einkäufer unter Ihnen, fängt dann die Challenge dahingehend an, Sie müssen sich um einen Kunststofflieferanten bemühen, Sie müssen sich einen Elektronikhersteller aussuchen, Sie müssen vielleicht einen Mechanikproduzenten finden und dann brauchen Sie noch einen, der es fertigt. Und dann ist noch die Frage, haben Sie dann, wenn Sie die vier Partner ausgewählt haben, auch die Partner, die Ihnen dann nicht nur 1000 Stück produzieren können, sondern wenn Ihr Produkt am Markt so ankommt, wie Sie es planen, vielleicht auch 10.000 oder 20.000 oder ein Vielfaches davon. Daher Industrialisierung, der Partner der Industrialisierung. Wir entwickeln das Produkt im Hause Steinl, meist komplett hier am Standort in Einsiedeln, der Steinl Solutions AG. Ich spreche gleich bildlich im zweiten und im ersten Stockwerk und dann leiten wir nahtlos über in unsere Neuanlauffertigung, wo Profis in der sogenannten Neuanlaufabteilung das Produkt das erste Mal zusammenbauen, montieren, die Elektronik fertigen, die Kunststoffteile kommen her und die große Hochzeit findet eigentlich dann hier am Standort in der Produktion statt. Hat einen Mega-Vorteil dahingehend, dass Sie als Kunde stets zu uns kommen können und an einem Ort alles inspizieren, auditieren, überwachen, prüfen, aber auch gemeinsam mit uns optimieren können. Hier legen wir viel Wert auf die Schweizer Präzision, nicht im Sinne von, dass wir die absoluten Uhrenmacher sind und auf jedes Detail in der absoluten Tiefe achten, sondern mit Schweizer Präzision meinen wir auch, dass wir hier oder dass wir in der Stahl Solutions AG sämtliche Disziplinen, die es benötigt, so ein Produkt optimal produzieren zu können, optimal industrialisieren zu können, unter einem Dach haben. Wir haben hier Elektronikentwickler, Softwareentwickler, Konstrukteure, eine kleine Mechanikabteilung, eine Elektronikfertigung. Wir haben eigentlich alles, was es braucht. Sämtliche Hürden, die in so einem neuen Lauf, in so einer Industrialisierung entstehen, auch dann schnell zu beheben. Also der Loop geht dann nicht über, der Feedback-Loop geht dann nicht über wieder weitere Unternehmen, sondern das haben Sie zentral bei uns, gemeinsam mit uns. Die Flexibilität stellt sich, habe ich euch dahingehend erklärt. Time to Market, das, was ich angesprochen habe, wenn Sie von der gleichen Firma aus dem gleichen Hause die ersten Produkte beziehen können, wie Sie die Entwicklung gemacht haben, dann haben Sie einen enormen Zeitvorsprung. Und jetzt kommt die Überleitung zur Fertigung. Wir haben gruppenweit, konzernweit das SAP voll integriert, bedeutet alles, was wir aufgesetzt haben an Arbeitsplänen, an Stücklisten, an Fertigungsdokumentationen, ist in einem System hinterlegt, sodass ich nun in der Fertigung angelangt, eine direkte Überleitung machen kann in die Produktion, in die Fertigung von größeren Volumina. Was bedeutet das? Was können wir fertigen? Wir haben das gesplittet in Kern- und Spezialprozesse. Die Kernprozesse des Hause Steinl ist Elektronikfertigung, Kunststofffertigung, Gerätemontage, Testing, After-Sales und Logistik. Das ist aber noch lange nicht alles, sondern das sind die großen Steckenpferde, wo jedes Werk, jeder Standort, den Sie unten sehen, Schweiz, Deutschland, Tschechien, Rumänien, Moldawien, eine Schlüsselrolle spielt, eine Expertenrolle spielt. Und dann gibt es, genauso vielfältig wie es Produkte gibt, Spezialprozesse, die benötigt werden,
um gewisse Dinge zu tun. Das beginnt beim Nasslackieren, heißt, wir können ihre Komponenten lackieren, Ultraschallschweißen, absolutes Muss für Produkte, die outdoor aktiv sind, Kleben und Vergießen, Kabelkonfektion, Tamperdruck, Laserbeschriftung, 3D-Drucken und nicht zu vergessen den Werkzeug- und Prüfmittelbau, denn schlussendlich muss ja Ihr Produkt auch auf alle möglichen Ausfälle hin, auf alle möglichen Probleme oder Herausforderungen auch in klimatechnischer Natur geprüft und getestet werden. Services rundet dann das Ganze ab. Ich denke, da kann man eine Hülle und Fülle von aufzählen. Hier ist es uns wichtig zu sagen, das Material Compliance Management wird durch uns gemacht, also ROS, REACH, CE-Erklärung, Zulassung, Zulassungsabklärung beispielsweise für UL-Komponenten, Reparaturservice eine Selbstverständlichkeit, das Obsolenz Management absolut entscheidend, um Verfügbarkeit des Produktes zu haben, nicht irgendwann festzustellen, hups, da gibt es eine Komponente nicht mehr und dann habe ich keine, kann ich nichts mehr verkaufen, sondern frühzeitig das Thema Obsolenz, also Abkündigung von Produkten zu begleiten oder aber auch aktiv einzugreifen und zu sagen, hey, kostenoptimierend, ich habe mal was entwickelt und wie hat sich der Markt weiterentwickelt, was gibt es für Alternativen, die ich einsetzen kann, um meine Produktkosten zu senken oder aber auch mein Produkt zu miniaturisieren. Ja, somit ein starker Partner mit langjähriger Erfahrung, um das auch wenig zu betonen, noch einmal kurz zusammengefasst, wie arbeiten wir? Sie als Kunde kommen zu uns, klassisch über den Vertrieb, Vertriebsmann, Account Manager betreut Sie im kommerziellen Aspekt, Rahmenverträge, Qualitätssicherungsvereinbarung, Logistikvereinbarung und an seiner Seite oder gemeinsam mit Ihnen setzen wir ein Kundenteam auf. Das ist immer das gleiche Kundenteam für sämtliche Produkte und Aktivitäten Ihrerseits. Das setzt sich zusammen aus einem Projektmanager, aus jemandem der Beschaffung, einem technischen Büro. Das ist die Grundformation und diese Grundformation begleitet Sie und Ihr Produkt den ganzen Produktlebenszyklus entlang. Hat den Vorteil, man kennt sich und man kennt das Produkt und ihre Art und Weise, wie sie arbeiten und welche Wünsche sie haben. Gerät dieses Kundenteam schlussendlich, ich sag's mal, an den Anschlag, dann bedienen die sich mit Ressourcen aus dem Produktions- wie auch Entwicklungsnetzwerk, also der Projektmanager, zieht dann diejenigen Partner und Ressourcen bei, die es benötigt. Es wäre gelogen zu sagen, sämtliche Leistungen, die es benötigt, um ein Produkt herzustellen, kommen aus dem Hause Steinl. Es gibt Spezialitäten wie beispielsweise eine App-Entwicklung oder spezifische Mechanikkomponenten, die schlicht andere Firmen besser machen als wir. Und dafür haben wir ein langjähriges und etabliertes Partnernetzwerk und auch entsprechende Kooperationen. Kurz, kein Geschäft macht man ohne Menschen. Hier eine kurze Übersicht unserer Ansprechpartner in erster Stufe für Sie. Netzwerkkooperation, ich habe es erwähnt, hier einen kurzen Auszug. Wir sind sowohl im technischen Bereich aktiv mit Hochschulen, wir sind in Allianzen aktiv für Technologien, wir sind Mitglied der SwissMem im Bereich guter Arbeitgeber sein, viele Dinge zu haben, die auch attraktivitätsfördernd für unsere Mitarbeiter sind. Und dann gibt es Dinge, die Pflicht sind in der heutigen Welt, nämlich ISO 9000, 14000 zertifiziert, aber auch Sicherheit, ein Thema Sicherheit im Warenverkehr. Wir sind AEO zertifizierter Operator. Gut, jetzt habe ich viel erzählt. Hier noch zwei, drei Bilder von Produkten, die wir zeigen dürfen. Großer Nachteil unserer Branche natürlich, der OEM-Hersteller, der Engineering Manufacturing Service Dienstleister. Man darf so ungern so schlecht Werbung machen mit Produkten, weil die meisten ja nicht unbedingt möchten, dass man weiß, wo was produziert wird. Aber hier ein kleiner Auszug von Elementen, die wir bereits
erstellt haben, die wir zeigen dürfen. Das geht von ganzen Pendelleuchten, geht über Hochfrequenzsensoriklösungen, die in Keramiken integriert sind und somit Wassersteuerungen, Wasserhahn, Wascharmatursteuerung lancieren. Dann in Pissoirs, Hochfrequenzsensorik in Pissoirs, wer hätte das gedacht? Also nicht alles muss über Infrarot gelöst werden, wie man das meistens kennt, sondern kann über Hochfrequenz, genauso wie in Haarföhn, Leuchtenlösungen, kleine Taschenlampen, Bedienmodule für Haushaltgeräte, unten links Kaffeemaschine, Sensorapplikationen, immer wieder gefragt, aufbauend auf Steinprodukten, Abwandlungen von Sensorprodukten, real hier bei uns am Standort und können dann vielleicht nebst den technischen Elementen auch mal etwas Natur und Gelassenheit gemeinsam genießen. Wer weiß. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie haben einen tieferen Einblick bekommen, was die Steinl OM Solutions macht. Und ich darf nun überleiten an die Question and Answer Session, die gleich im Anschluss stattfindet, wo wir Ihre Fragen sehr gerne bearbeiten, sehr gerne beantworten oder aber auch die Kontakte austauschen können. Besten Dank, bis später.